Hallo, ich bin die Nina Vorbot und bin Mitglied beim BFFS, bei dem ich mich ganz herzlich bedanken möchte für dieses Projekt hier. Und auch vielen Dank an die Caster, die es sich angucken. So, das ist mein Stichwort, Zeit und Casting. Ich erzähle euch von meinem allerersten Casting. Damals war ich 16 Jahre alt. Ja, ist schon 4 Jahre her. Es wurde gesucht, eine Freundin für Benny Beimer in der Lindenstraße. Für mich war schon immer klar, dass ich Schauspielerin werden wollte. Bis auf im Kindergarten, da wollte ich noch Forscherin in alten Schlössern werden. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwann so eine Rolle. Mein Herz hing nicht so dermaßen dran und damit hatte ich eine ziemlich lockere Art und Weise, da ranzugehen. Habe also einen Brief geschrieben, so von wegen, ja, wenn er mich wollt, ist gut, wenn nicht, auch egal. Und dann bekam ich also eine Einladung ins Hotel Pullman Mondial. Das war damals das allererste am Platze hier in Köln. Da dachte ich, oh, Einschüchterungsversuch, ne? Moment. Meine Mama natürlich, ich komme aber mit. Ich so, vergiss es. Bin mit meinem Janosch-Sweatshirt, war damals Janosch-Fan, Jeans und Turnschuhen dahin, alle anderen Weiber mit ihren Muttis an den Händen in Faltenröcken und damals waren diese weißen Umkrempel mit Rüschen dran Socken in, mit Lackschüchen. So, ich also da rein, da saßen da Hans W. Geißendörfer, Horst D. Scheel und 3 absolute High-End-Obermacker vom WDR. Man sollte einen Zeitungsartikel des Tages mitbringen, mit eigenen Worten wiedergeben und ein Gedicht vortragen. Ich hatte einen Zeitungsartikel über Hundescheiße auf Kölns Straßen. Ich war auf dem Schiller-Gymnasium damals und dachte mir, komm, nimmst du was vom Schiller, der alten Flöte. Zu Dionys, dem Tyrann, schlich Damon den Dolch im Gewande und ihn schlugen die Herrscher im Bande und so weiter. Da sagte also Herr Geißendörfer zu mir, ja, Madel, sag mal, wenn es dir was nicht passen tut, ja, hier so politisch gesehen, wie würdest du denn damit umgehen? Ich so, ja, Schnauze auf natürlich, ne? Bin bei den Falken, sozialistische Jugend Deutschlands und jedes Wochenende auf einer anderen Demo Fahne am Schwenken. Und damit hatte ich, glaube ich, die Eintrittskarte zu den Probeaufnahmen. So, und jetzt kommt's, Thema Zeit. Die haben den ganzen Hobbykeller von Benny Beimer von Bickendorf nach Bocklemünd, nicht Bickendorf, nach Deutz gekarrt in das Studio des Standfotografen und da haben wir dann Probeaufnahmen gemacht, also inklusive Schlagzeug und so. Im Endeffekt hatte ich dann also Glück und habe die Rolle bekommen. Was ich noch ganz lustig fand, war, dass Horst D. Scheel mir also Jahre später mal erzählt hat, dass sich eben 1000 Mädels schriftlich beworben hatten, wovon aber nur 800 brauchbar waren, denn die anderen 200 waren sowas wie, ja, guten Tag, ich bin die Biggie, ich bin zwar schon 54, aber mein Freund sagt immer, ich hätte mich super gehalten, ich gehe locker als 16 durch. Oder, ja, nö, ich bin die Jennifer und ich habe nur ein Problem, wenn ich die Rolle spielen soll, also mit dem Benny knutschen, das ist ein bisschen schwierig, weil mein Freund ist so eifersüchtig. Oder, hi, I'm Pam from the States, yeah, I'm an actress, unfortunately I'm just waiting tables, but I heard that you got a job over there. Ich habe mich damals sehr gefreut und das war der Beginn eines wunderschönen Berufes. Eine Bitte habe ich. Ich möchte nicht so gerne in der Comedy-Schublade stecken. Ich habe zwar lange Comedy gemacht, das macht mir auch Spaß, aber jetzt durfte ich auch endlich mal wieder ein paar ernstere Sachen spielen und die machen mir mindestens genauso viel Spaß und ich hoffe, dass sie oder ihr nicht in Schubladen denkt. Vielen Dank, schönen Tag noch, vielleicht bis andermal. Tschüss.